Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Es geht weiter mit Black Sails und unserer kleinen Freundin hier. Ja, in der letzten Folge sind wir in eine andere Rolle geschlüpft und wir sehen uns jetzt als erstes mal in diesem Raum um. Hier hinter verbirgt sich Ruben. Was haben wir eigentlich noch? Wir haben eine Halskette und ein Kuscheltuch. Und können wir uns diese Halskette mal näher ansehen? Das ist mein geliebtes Amulett. Meine Eltern haben es mir zum Geburtstag geschenkt. Okay, unser geliebtes Amulett und unser Kuscheltuch, was wir vermutlich zum Schlafen brauchen. Mein Taschentuch habe ich schon seit meiner Geburt, glaube ich. Taschentuch, na gut. gut, na dann gucken wir mal. Hier haben wir einen Lappen. Der Lappen ist ziemlich dreckig, aber vielleicht kann ich ihn noch gebrauchen. Wir schauen mal. Und eine blutverschmierte Pritsche. Müssen wir etwa darauf schlafen? Wo kommt dieses ganze Blut her? Ja. Von anderen Kindern? Das ist eine gute Frage. Was geht hier bloß in diesem Schiff vor? So, was können wir uns dann hier noch ansehen? Ein Teppich. Wow. Wow. Oh, unter dem Teppich sind ein paar lockere Blätter. Das ist sehr gut. Darunter verbirgt sich ein Schacht und vermutlich finden wir hier... ist das ein Ausweg aus unserem Zimmer? Wir haben hier war ich gefesselt. Gefesselt auf dem Stuhl. Ich denke, mit Ruben brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht reden. Wir versuchen mal, ob wir diesen Schacht öffnen können. Ja. Unter der Klappe ist ein schmaler Schacht. Ein Lüftungsschacht. Dann mal rein mit dir. Captain, wir müssen etwas bereden. Worum geht es? Einiges. Vor allem geht es um meine Patientin. Also gut. Zeigen Sie mir, was Sie meinen. Gehen wir. Okay, Sie gehen weg. Wo ist meine Halskette? Ich habe meine Halskette verloren, als ich durch das Schiff gekrochen bin. Oh nein! Scheiße. Unsere Halskette ist weg. Die sieht richtig schwer aus. Viel zu schwer. Die können wir also nicht mitnehmen. Was ist denn das hier? Das riecht ganz komisch und... das brennt in den Augen. Eine komische, ausgelaufene Flüssigkeit also. Okay. Da ist ein Loch und hier ist der Lüftungsschacht. Ob wir da reinpassen, ich kann es mir kaum vorstellen. Wir schauen mal durch das Loch. Oh. Da können wir also durch. Sieh mal einer an, wo wir sind, Leute. Wir sind in der Kapitänskajüte. Das ist aber ein großes Zimmer. Ich muss Sachen finden, die mir helfen können. Ich fass's nicht. Das ist ja geil. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück. Ich will wissen, was mit diesem Lüftungsschacht ist. Hier. Auch da können wir durch, vermutlich. Du musst die Leute aus der Messe verjagen. Aber wie soll ich das denn machen? Niemand darf mehr in dem Raum sein. Sie müssen alle raus. Die könnten mich sehen. Hörst du sie sprechen? Sie benutzen das Rohr da drüben, um miteinander zu sprechen. Sie sprechen von Fässern mit gefährlicher Ladung. Ich werde mich umsehen. Okay, jetzt haben wir schon einen Tipp bekommen. Indem wir einmal kurz zurückgegangen sind, hat Ruben uns schon etwas verraten, dass die Leute in der Messe alle weg müssen. So, wir sehen uns aber erstmal hier in der Kapitänskajüte um, meine Liebe. Na komm, dann geh mal los. So, hier haben wir etwas, eine Rohrzange. Die könnte durchaus nützlich sein. Damit kann man bestimmt etwas aufschrauben. Okay, und wir haben noch eine ganze... Die sind fest vernagelt. ...Menge mehr. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Fenster. Da draußen ist nur Wasser. Hier sind natürlich alle. In der ist nichts mehr drin. Dinge, die wir schon kennen. Ich kann nicht lesen, was da drauf steht. Okay, wir können es also nicht lesen. Da hinten ist etwas, was wir nehmen können. Ich kann noch nicht so gut lesen. Ein Schlafmittel. Das ist Schlafmittel. Ich werde es mitnehmen. Gut. Auf jeden Fall, mit diesem Schlafmittel können wir garantiert Leute betäuben. Wir sehen mal hier in diese Schublade rein. Die ist zu. Die ist zu, aber hier ist ein Schlüssel. Der Schlüssel hilft mir sicher weiter.
Genau, den Schlüssel können wir sicherlich für die Schublade gebrauchen. Der Schlüssel passt da nicht. Oh, das ist ungünstig. Dann pack den da mal wieder rein. Okay, was gibt es hier noch? Mama ist viel hübscher. Ich weiß nicht, wie man so eine Lampe anmacht. Ich mag keine Bücher. Er guckt mich die ganze Zeit an. Ich kann auch nicht so gut lesen. Ich kann auch nicht so gut lesen. Ein hübsches Bild. Das Bild gefällt mir überhaupt nicht. Ein schauriges Bild. Das Bild sieht anders aus als die anderen. Das ist wieder das schiefe Bild. Das Bild sieht anders aus als die anderen. Aber abnehmen können wir es nicht. Anscheinend mögen auch böse Menschen Bilder. Ein schauriges Bild. Okay, schaurige Bilder haben wir. Können wir denn hier den Raum auch verlassen? Durch den... Die Tür ist verschlossen. Okay, die Tür ist verschlossen. Vielleicht geht dieser... Das scheint nicht der richtige Schlüssel für das Schloss zu sein. Okay, auch nicht. Na gut, wir haben auf jeden Fall ein paar nützliche Dinge gefunden. Wir gehen also mal zurück. Ich würde gerne hier nochmal irgendwie an die Wand. Die Wand trennt mein Versteck und den Raum des Kapitäns. Das ist unser Versteck. Genau, ich verstehe. Die sind fest vernagelt. Die sind fest vernagelt. Na gut, wie kommen wir hier also raus? Verdammt nochmal. Ich glaube, wir müssen gleich erstmal zurück in unser Zimmer. Da sind Kisten an der Decke. Geh mal zurück. Hier. Die sieht richtig schwer aus. Viel zu schwer. So, schwupps, sind wir zurück in unserem Zimmer. Vielleicht können wir ja mit dem Schlüssel diese Tür aufschließen. Ja. Ja, passt. Jetzt ist die Tür offen. Super, dann gehen wir mal raus. Aber vorsichtig. Weiter darf ich nicht gehen, sonst sehen mich die bösen Männer. In der Jackentasche ist irgendwas drin. Na, dann nimm es mal raus. In der Jackentasche ist irgendwas drin. In der Schachtel ist nur noch ein Streichholz. Okay, wir haben also das Schlafmittel, die Rohrzange... Und die Holzschachtel, Streichholzschachtel. So, wofür können wir das gebrauchen? Wir können hier also nicht weiter raus. Wo kommt dieses ganze Blut her? Von anderen Kindern? Igitt, ich wisch nicht das Blut da weg. Okay, ist ja gut. Es war nur ein Gedanke. Dann irgendwie müssen wir ja versuchen, hier rauszukommen. Wir reden nochmal mit Ruben. Ich weiß, dass du es schaffen wirst. So, okay, wir können ihm Fragen stellen. Was sollen wir denn jetzt tun? Was soll ich jetzt machen? Du musst die Leute aus der Messe verscheuchen. Aber wie soll ich das machen? Niemand darf mehr in dem Raum sein. Sie müssen alle raus. Aber wenn sie mich sehen? Dann musst du sie weglocken. Siehst du das Rohr? Sie benutzen es, um miteinander zu reden. Sie sprechen von Fässern mit gefährlicher Ladung. Ich komme gleich wieder. Okay, wir sehen uns also erstmal nochmal weiter um. Was ist denn hier hinten in unserem Zimmer? Mein Auge juckt übrigens ungünstig. Was ist hier oben? Morphium. Ich mag keine Spritzen. Kannst du es nicht trotzdem nehmen? Ich mag keine Spritzen. Okay, das bedeutet also, hier ist das Sprachrohr. Ich habe schon mehrere Male Stimmen aus dieser Richtung gehört. Ja, ein Verbindungsstück. Das sieht aus, als könnte man es abschrauben. Vielleicht mit der Rohrzange? Ich kann das Verbindungsstück aufschrauben. Super. So. Da ist ein Loch in dem Sprachrohr. Und jetzt? Abdichten will ich es nicht. Der Lappen sollte besser brennen. Der Lappen sollte brennen. Okay, vermutlich mit dieser Flüssigkeit. Ich habe eine Idee. Wir gehen mal zurück in den Lüftungsschacht. Da ist ja diese komische Flüssigkeit. Ich vermute, das ist irgendwie Öl oder Benzin. Und das können wir vielleicht mit dem Lappen benutzen. Der Lappen hat die seltsame Flüssigkeit aufgesaugt. Gut. Ich habe nämlich eine Idee. Dabei würde ich mir nur die Hände verbrennen. Möchte aber, dass du ihn... Dabei würde ich mir nur die Hände verbrennen. Wartet mal. Wir gehen noch mal... zurück in unser Zimmer.
Wir müssen, können ja garantiert irgendwie, vielleicht können wir den Lappen da reinstopfen. Genau. Ich habe den feuchten Lappen in das Sprachrohr gestopft. Und wenn wir das jetzt anzünden, räuchern wir die aus. Das ist mein Plan. Das funktioniert, Leute. Das stinkt. Hey, sieh mal. Das Sprechrohr des Maschinenraums. Ach, was ist da? Es brennt im Maschinenraum. Die Fässer. Verflucht, wir müssen da sofort rein. Captain, sind Sie verrückt? Wir werden alle draufgehen. Los, ihr Feiglinge. Ab in den Maschinenraum, sonst fliegt uns noch alles um die Ohren. Wir haben nicht viel Zeit, aber noch können wir es verhindern. Ja. Verdammt. Aye, aye, Captain. Was soll ich jetzt machen? Du musst die Männer besiegen. Mach, dass sie schwach werden oder müde. Ich kann das aber nicht. Doch. Doch, man kann sie schwächen oder schlafen lassen. Du wirst ein Mittel finden. Ich glaube, ich kann das nicht schaffen. Ich zeige dir den Weg. Ich habe sie reden gehört. Es gibt Mittel auf dem Schiff, die nicht gut für sie sind. Ja, das Schlafmittel. Du musst dich nur ein wenig umsehen. Ich habe es ja schon. Ja, gut. Ich versuche es. So, die gehen jetzt ja raus. Das heißt, wir müssten... Genau. So, sieh mal einer an. Da sind sie wahrscheinlich raus, oder? Wir haben jetzt das Schlafmittel. Vielleicht können wir das in das Essen packen oder so. Geh mal hier hoch. So. In den Kochtopf. Soll ich das wirklich machen? Vielleicht kann ich ja auch wegrennen, bevor sie zurückkommen. Oder ich kann vielleicht die Tür versperren. Nein. Sie werden dich jagen. Wenn sie dich fangen, werden sie schreckliche Sachen mit dir anstellen. Aber... Mach es. Sie werden gleich kommen. Beeil dich. Los. Jetzt werden sie einschlafen. Kleine. Aber ich muss weg sein, bevor sie wiederkommen. Na klar. Kleine schlaue Fiona. Ganz schnell zurück in dein Zimmer. Aber wo kam der Rauch her? Wir haben uns den doch nicht eingebildet. Vielleicht ist irgendwo nur eine Ratte verkokelt. Können wir jetzt endlich weiter essen? Nur zu, haut rein. Irgendwie... mir geht's gar nicht gut. Oh. Mir auch nicht. Doktor, was ist mit uns? Ich muss an die frische Luft. Ich auch. Gut gemacht. Jetzt kannst du hier raus. Suche etwas, womit du fliehen kannst. Okay. Etwas, das schwimmt, in das du hineinpasst. Okay. Ruben gibt uns gute Hinweise. Wir sehen uns erst nochmal in diesem Raum um. Vielleicht finden wir hier noch irgendetwas, was nützlich sein könnte für uns. Das sind ja die ganzen Dinger, das kennen wir schon. Behälter. Das sind leere Flaschen und Behälter. Okay, haben wir hier auf dem Tisch vielleicht noch irgendetwas? Sieht aber nicht so aus. Wir gehen hier einfach mal einmal eine kleine Runde. Huch, wir sind natürlich zu klein. Können wir hier hoch? Ich muss leise sein. Ich kann den Doktor in dem Zimmer da oben hören. Seht mal, hier ist die Angelrute. Das kann doch alles nicht wahr sein. Aber wird sehr gerne angeln. Okay, wir müssen leise sein. Trauen wir uns jetzt... Ich habe es geahnt. Das konnte nicht gut gehen. Aber natürlich hat niemand auf mich gehört. Und jetzt müssen wir sofort runter von diesem Dorf. Er darf mich nicht sehen. Verdammt nochmal, wie funktioniert dieser Kran? Kannst du da hoch? Wir können nicht in die Kajüte gehen. Warum nicht? Jetzt geht es. Nein! Fiona! Okay, es funktioniert scheinbar nicht. Das heißt, dann gehen wir... Also wenn ich jetzt hier... Dann müsste... Nein, 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 schnell weg, schnell weg, schnell weg. So, haben wir hier irgendetwas?
Das ist nur eine Luke. Geh mal hier hoch. Können wir hier raus? Irgendwo muss es nach draußen gehen. Und ich muss irgendwas finden, womit ich fliegen kann. So, irgendwo müssen wir jetzt einen Weg finden. So, was gibt es hier? Da hinten eine Tür wieder mal. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Da ist diese Glocke. Die Klingel lockt wahrscheinlich jemanden her. Die sollten wir also nicht benutzen. Kleine Fiona. Ein Schlüssel. Die Schlüssel hängen zu hoch für mich. Wie kann ich da nur rankommen? Wir brauchen irgendetwas. Vielleicht können wir diesen Waschzuber dahin stellen. Ich schiebe das kleine Boot mal zu der Luke da vorne. Ah! Darin können wir also fliehen. Aber wir brauchen bestimmt den Schlüssel erstmal. Eine große Klappe nach draußen. Hier könnte ich vom Schiff entkommen. Leider hängt ein großes Schloss davor. Genau. Leute, wir müssen also irgendwie versuchen, diesen Schlüssel da runter zu bekommen. Dazu gehen wir vielleicht mal hier rein. Die Tür ist abgeschlossen. Schade. Aber die Angel konnten wir nicht einsammeln. Vielleicht finden wir was im Ärztezimmer. Ich versuche das mal. Eine große Klappe nach draußen? Ja. Hier könnte ich vom Schiff entkommen. Leider hängt ein... Damit könnte ich fliehen, aber ich würde wohl nicht weit kommen. Ich möchte gerne. Können wir hier rein? Die Tür ist abgeschlossen. Auch zu. Ein Zettel. Aber ich kann ihn nicht lesen. Okay, na gut. Dann machen wir uns weiter auf die Suche. Wir werden hier jeden Raum durchsuchen. Jeden Winkel. Um irgendetwas zu finden, dass wir die Schlüssel darunter bekommen. Die Tür ist abgeschlossen. Schade. Hier gibt es also nichts. Vielleicht müssen wir noch mal nach unten. Irgendein Gegenstand fehlt uns noch. Die Tür ist verschlossen. Machen. Wir haben eine Muskete eingesammelt. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das kleine Mädchen mit einer fetten Waffe. So, aber in diesem Wartungsschacht ist nichts. Die Tagebuchseite können wir sowieso nicht lesen. Wir versuchen mal mit der Muskete, vielleicht... Ein Schlüssel. Da ist ein Zeichen drauf gemalt. Ich glaube, dass damit der Lagerraum gemeint ist, neben der Tür, wo ich eingesperrt war. Aber das ist doch der Raum, wo Ruben drin ist. Ich kann ihn mitnehmen. Wir können zusammen fliehen. Okay. Ich muss zum Lagerraum. Okay, dann zurück. Dann zurück. Geil, wir können Ruben mitnehmen. Und wir haben auch schon den Behälter gefunden, mit dem wir fliehen können. Wir schaffen es von diesem Schiff. Ich bin mir wirklich ganz sicher. Runter. Ich hoffe, das klappt auch alles. Wir müssen uns beeilen. Und ich hoffe, dass dieser blöde Doktor uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Wir müssen uns beeilen. Komm. Hier hinter wird Ruben eingesperrt sein. Hier bist du also. Oh nein! Ich wusste doch, dass du Ärger machst. Ich hätte dir viel mehr von dem Mittel verabreichen sollen. Wir wollen doch nicht, dass ein tragischer Unfall passiert. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht.
Irgendwas, liebe Leute, stimmt hier wirklich ganz und gar nicht. Das war wirklich geil. Schade, dass die Flucht nicht geglückt ist. Aber ich werde euch versprechen, wir werden das Geheimnis lüften von Black Sails. Ich bin mir sehr sicher. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.